SPD-Fraktion Dennis Rohde. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Mittelberg, wenn das eine Rede gewesen sein sollte, die Zuversicht ausstrahlt, möchte ich nicht wissen, wie Ihre gegenteiligen Reden aussehen. Natürlich hat das Karlsruher Urteil einiges durcheinander geworfen. Aber ich möchte feststellen, es hat uns nicht umgeworfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieses Urteil, und ich finde, wenn wir in der Gänze darüber diskutieren, betrifft ja eben nicht nur den Bund. Es betrifft auch viele Länder. Und es ist ja nicht ohne Grund gerade in der Debatte, uns gerade auch in vielen CDU-geführten Ländern die Schuldenbremse erneut auszusetzen, weil eben nicht nur der Bund, sondern weil auch Bundesländer, auch CDU-geführte Bundesländer betroffen sind. Und wenn man sich dann anguckt, wie man als Opposition mit der Verantwortung, das zu begleiten, umgeht, dann kann man das so machen. Oder man kann es machen wie die Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein, die den Weg von Daniel Günther ausdrücklich mitgehen und sagen, in einer Krise muss man zusammenstehen. Ich finde, der Weg ist der beste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns eine Aufgabe gegeben. Es hat uns gesagt, dass die bisherige Logik, wie wir Krisen bekämpfen wollten, nicht mit der Verfassung konform ist. Unsere bisherige Logik war, wenn du eine Naturkatastrophe hast und der Wiederaufbau nach dieser Naturkatastrophe kostet zum Beispiel 100 Milliarden Euro, dann nimmst du das Jahr der Naturkatastrophe, setzt in dem Jahr der Naturkatastrophe die Schuldenbremse aus und stellst das Geld zum Wiederaufbau in dem Jahr zur Verfügung, eben auch um Planungssicherheit herzustellen. Das dürfen wir jetzt nicht mehr. Das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn ihr für den Wiederaufbau nach einer Naturkatastrophe zum Beispiel 100 Milliarden Euro braucht, dann müsst ihr Jahr für Jahr für Jahr erneut darüber entscheiden. Das ist die Konsequenz des Karlsruher Urteils. Die nehmen wir ernst, und die setzen wir heute um, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will sagen, Karlsruhe hat über die Art und Weise, wie wir Schulden verbuchen, geurteilt. Es hat aber ausdrücklich nicht über das geurteilt, was wir in diesem Jahr gemacht haben. Und ich will das noch mal deutlich machen. Wir sind Jahr 2022 auch ein Risiko eingegangen, als wir weitreichende Sanktionen gegen Russland ausgesprochen haben und als wir uns damit mittelbar von billiger russischer Energie losgemacht haben. Aber wir haben das aus der tiefen Überzeugung getan, dass wir den unbändigen Hunger des russischen Aggressors entgegentreten mussten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte daran noch mal erinnern. Und das hatte natürlich Folgen für die Art und Weise, wie wir leben und wie wir heizen. Und manche in diesem Haus hofften ja auf einen Wutwinter. Sie hofften auf explodierende Preise, auf kalte Temperaturen. Sie hofften auf die Deindustrialisierung, nicht weil sie sie fürchteten, sondern weil sie sie herbeisehnten für ihre politische Agenda. Und zur Wahrheit gehört, hier gab es Leute, die hofften auf Blackouts. Aber während die hofften, hat diese Koalition Gasspeicher gefüllt und LNG-Terminals in Rekordtempo Realität werden lassen. Das war unsere Antwort auf die Krise, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es war diese Koalition, die Sie tragenden Fraktionen, die den Menschen in diesem Land Sicherheit gaben, als viel Unsicherheit das Land prägte. Als die Winter kälter wurden und das Heizen zum Luxusgut zu werden drohte, war es die Gaspreisbremse, die das Heizen in Deutschland bezahlbar hielt. Es war die Gaspreisbremse, die ein ganzes Land durch den Winter brachte, vor dem viele mit Furcht herbeigesehen haben, aber den wir gemeinsam gemeistert haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und als die Strompreisexplosion private Haushalte und die Industrie in die Knie zu zwängen drohten, war es die Strompreisbremse, die dieses Land zu erträglichen Preisen am Laufen hielt. Wir retteten Unternehmen, Arbeitsplätze, und wir halfen Privathaushalten. Das haben wir im Jahr 2023 gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich bleibe dabei, diese Maßnahmen, sie waren richtig. Und sie sind richtig. Und darum ist der einzig vernünftige Weg, im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, sie heute auch neu zu legitimieren. Und das tun wir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil gerade von meinem Vorredner wahrscheinlich in Unkenntnis
des 115er Antrags davon gesprochen wurde. Es ging einzig und allein um den WSF. Nein, es geht auch darum, dabei weiter Sorge zu tragen, dass im Ahrtal der Wiederaufbau vorankommt. Denn darüber entscheiden wir heute auch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Bundesverfassungsgericht hat, und das will ich auch noch mal deutlich gemacht, die Art und Weise der Buchung von Schulden beanstandet. Aber sie hat eben nicht die Bekämpfung von Krisen beanstandet. Und deshalb finde ich, in so einer Debatte muss man auch sagen, kommt die nächste Naturkatastrophe, kommt dieses Land in die nächste große Krise, dann kann dieser Staat auch wieder für seine Bürgerinnen und Bürger da sein. Und diese Koalition wird sicherstellen, dass der Staat dann da ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir hätten heute in diesem Moment in der Schlussrunde zur ersten, zur zweiten, dritten Lesung des Bundeshaushalts sein können. Nach der Sachverständigenanhörung wurden uns auch Wege aufgezeigt, heute einen Bundeshaushalt verabschieden zu können. Wir haben uns in der Koalition aber dafür entschieden, diese zweite, dritte Lesung diese Woche nicht stattfinden zu lassen, damit auch die Opposition die Möglichkeit hat, sich intensiv mit dem Urteil auseinanderzusetzen, damit wir nicht nur einen Haushalt auf den Weg bringen, von dem wir wissen, dass wir eventuell noch mal nachbessern, sondern den Gesamtkomplex des Urteils aufarbeiten. Und ich finde, das ist der richtige Weg. Ich will aber noch einmal sagen, ich glaube, die Institutionen in diesem Land, die von Geldern abhängig sind, die brauchen Planungssicherheit. Und deshalb ist es nach wie vor Position der SPD, dass wir so schnell wie möglich zu einem Bundeshaushalt kommen müssen. Das sind wir den Menschen in diesem Land schuldig. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Peter Böhringer.